Hallo, hier auf dem Marktplatz der Gesundheit zu unserer Themenwoche medizinisches Cannabis. Heute mit einem ganz speziellen Thema, aber erstmal freue ich mich, einen ganz besonderen Gast zu haben. Hallo Melanie. Hi Markus, schön, dass ich hier sein kann. Ja, schön, dass du da bist. Ist ja nicht unser erstes Mal, dass wir gemeinsam ein Thema besprechen. Es geht um medizinisches Cannabis, unser Wort gleich GBA, was gleich mal fällt, werden wir gleich noch kurz erklären. Aber erstmal erzähl doch mal, wer du bist und warum du in diesem Thema dich auch auskennst. Ja, mein Name ist Melanie Dolfen. Ich bin von Haus aus Apothekerin und Inhaberin der Bezirksapotheken Berlin. Und ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema medizinisches Cannabis seit jetzt 10 Jahren. Und das beschäftigt uns natürlich seitdem massiv. Was ist dazu zu sagen? Apothekerin sehe ich eher so ein bisschen altmodisch. Ich sehe mich mehr als Hausärztin als Kaufmann, wie es in meinem Firmennamen steht. Und gleichzeitig fühle ich mich voll als Startup, denn ich möchte irgendwie die Apotheke neu erfinden. Und damit meine ich nicht Digitalisierung oder sowas, sondern eher, ja, mich interessiert, wie geht personalisierte Medizin und wie ich begeistere mich für die individuelle Pharmazie. Und da spielt natürlich medizinisches Cannabis rein, denn da gibt es viele Möglichkeiten. Im Moment stehen uns ja fast nur die Blüten zur Verfügung, aber da ist unser Ideenreichtum sehr groß und wir versuchen uns daran schon. Und gleichzeitig sehe ich halt Big Pharma kritisch, bin also auch Aktivistin. Und ja, ich finde eben diesen industriellen Blick auf die Menschen und ihre Gesundheit nicht wahnsinnig toll. Deshalb, ich bin da dran zu gucken, wie kriegen wir das Persönliche und das Digitale zusammen in Zukunft? Denn ich denke, das ist jetzt wichtig für die Apotheke vor Ort. Wunderbar. Ganz witzig übrigens, wir treffen uns digital, sind aber beide bei dir gerade. Ja. Ich bin in Berlin-Friedrichshain, neben deiner Apotheke, wo wir zusammen den Netzwerksprechstunde auf dem Marktplatz der Gesundheit haben. Hier kam gerade auch ein Mann rein, deswegen habe ich einmal so gemacht. Habe die Tür jetzt nicht abgeschlossen, aber egal, da sind wir ganz entspannt. Du hast gerade ein ganz, ganz klasse Wort gesagt, die industrielle Sicht auf den Menschen. Das ist ja die einzige, die wir zum größten Teil haben, egal in welchem Bereich in unserer Gesellschaft. Deswegen funktioniert ja auch nichts um den Menschen. Und da wollen wir ran. Aber jetzt haben wir ein ganz spezielles Thema. Steht hier in der Überschrift: GBA-Beschluss. Was nun? Und willst du einmal ganz schnell erklären, was ist eigentlich der GBA und was hat der beschlossen? Ja, der GBA ist der gemeinsame Bundesausschuss und unter der Federführung von dem Bundesministerium für Gesundheit. Was ist der Auftrag des GBA? Eigentlich die rechtmäßige Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten. Und zwar das irgendwie wissenschaftlich basiert oder aus wissenschaftlichen Erkenntnissen da einen guten Leistungsanspruch draus zu kreieren. Und jetzt wissen wir alle, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber seit 2017 gibt es medizinisches Cannabis auf Betäubungsmittelrezept. Und nach 5 Jahren Begleiterhebung, die währenddessen lief und man geguckt hat, wie hilft es den Patienten, wie wird es eingesetzt, hat sich der GBA das mal vorgenommen und geguckt, ist das denn wirklich ein Nutzen am Ende des Tages für die gesetzlich Krankenversicherten? Und ja, da gibt es eine große Vorgeschichte. Jetzt haben die sich die Begleiterhebung angeguckt und sind dann zu verschiedenen Schlüssen gekommen und haben diese Dinge natürlich auch nach außen getragen. Und da wurde uns so ein bisschen Angst und Bange, denn sie haben die Verordnung von Blüten deutlich in Frage gestellt und haben sich sehr darauf eingeschossen, dass doch Fertigarzneimittel deutlich besser wären und sie sehen keinen Mehrwert darin, dass diese Blüten einen Mehrwert auch gegenüber von einzelnen Inhaltsstoffen der Cannabisblüte, die man ja schon extrahieren kann oder die man schon isolieren kann. So sah der GBA das. Und im Hintergrund fingen dann ganz viele Leute, unter anderem auch ich, an, da dran an dem Thema zu rödeln und die Politik darauf aufmerksam zu machen, dass doch der GBA so nicht beschließen kann. Denn bei uns würde das
Und damit hätte das auch meine Apotheke gekostet. Bei uns sind das 80% aller Cannabis-Patienten, die mit Blüten momentan versorgt werden. Und das Das heißt, beschreib bitte einmal, mit Blüten versorgt werden, Cannabis-Patienten. Kannst du ja. einmal ganz, ganz kurz, was genau passiert? Also da kommt jemand, der ist krank Also und wie der... sehr die Therapie Cannabis, Blüten oder auch Cannabis-basierte Therapie ist ja so in der Range die allerletzte Therapieoption eines Arztes. Das heißt, die Leute sind vorher austherapiert. Die haben alles ausprobiert. Und erst dann kommen Cannabisblüten oder Cannabinoid-Derivate, wie auch immer, zum Einsatz. Und das heißt, wenn 80% der Patienten ab morgen keine Blüten mehr hätten, hätten sie keine Therapie mehr, also keine Medizin. Also es gibt auch keine Alternative für diese Leute. Sonst wären sie nicht gesetzlich und auch kostentechnisch damit versorgt im Moment. Also ich fasse das kurz zusammen. Es geht um Patienten, die austherapiert sind. Das ist, glaube ich, das Wort, was man da auch Genau. gerne nutzt. Austherapiert heißt, nichts hilft mehr. Alles Nicht an gut, möglicher Medikation, industrieller Sicht auf den Menschen, die du gerade benannt hast, haben die schon hinter sich? haben die hinter sich oder funktioniert nicht. Also wir können meine erste Patientin, die uns vor 10 Jahren dazu gebracht hat, dass wir diese Cannabisversorgung anfangen, die hätte keine Therapie mehr. Sie ist an MS erkrankt, die saß zwischenzeitlich im Rollstuhl. Alle starken Schmerzmittel, die sie bekommen hat, kann sie nicht mehr nehmen, weil sie ein Problem mit ihrer Leber hat. Und ja, verstoffwechseln tut man Cannabis eben nicht stark über die Leber, sondern auf anderen Wegen. Und deshalb ist das die einzige Möglichkeit im Moment. Alles andere kann sie nicht mehr einnehmen. Und das Also, würde für sie bedeuten, dass sie wieder immobil ist, sie würde wieder zu Hause sitzen, sie wäre wieder im Rollstuhl. All diese Dinge. Die heißt nimmt also, sie wieder am Leben teil. Die hat. durch diesen Therapieeinsatz ist sie zum Beispiel, sind Menschen auch zum Beispiel wieder arbeitsfähig? Richtig. Okay. Arbeitsfähig, gesellschaftsfähig, wie wir das auch immer nennen wollen. Und Und mobil vor allem. Das ist ein großes Thema. mobil vor allem. Und du hast gerade gesagt, 80% deiner PatientInnen würden, wenn dieser GBA-Beschluss so zum Tragen kommen würde, würden dann einfach nicht mehr an der Cannabis-Therapie teilnehmen. Das ist richtig. Richtig. Also ein Ja, oder Großteil. Wir müssen. reden hier über schwer erkrankte Menschen. Also Genau. hier geht es nicht um eine Überlegung, ob jemand vielleicht Vitamin D3 nimmt oder nicht. Ne, was ja auch Sinn macht, aber irgendwie jeder so für sich selber entscheiden kann. Hier geht es wirklich um schwer erkrankte Menschen, nicht Prävention, sondern Menschen, die eigentlich am gesellschaftlichen Rand oder schon dahinter stehen. Genau. Das war richtig die Frage, ob diese Möglichkeit abgeschafft wird. Nun, zwischenzeitlich hat der GBA ja beschlossen, dass das nicht so kommt. Aber es steht jetzt ein Satz in diesem Beschluss, der sagt, es ist vorher zu prüfen, ob es eine andere Möglichkeit gibt, die Therapie zu verabreichen, außer als Blüte sozusagen. Und Und wenn das jetzt da so steht, was ist denn dann das große Problem? Wer prüft denn das dann eigentlich? Wer hat denn am Ende die Hoheit dieser Entscheidung? Also du als Therapeutin, die sich auskennt, oder der Arzt, der verschreibt, du als Apothekerin, die sich mit den Rezepturen, mit den Themen, mit den Stoffen auskennt, oder der Patient selber, wahrscheinlich ja wohl nicht. Wer entscheidet das denn? na, der Patient selber würde sehr gerne selber entscheiden, aber der ist der Letzte in der Kette. eigentlich Oder? ist es die, das ist auch eine besondere Form bei Cannabis-Verordnungen leider. Die Therapiehoheit hat hier nicht der Arzt. Die Therapiehoheit liegt hier ganz klar bei den Krankenkassen. Die müssen hier ihr Okay geben. Das ist auch was ganz Besonderes. Jede andere Form von Therapie in Deutschland wird einfach bezahlt. Und hier müssen wir ganz klar vorher eine Genehmigung einholen, ob der Patient diese Kosten erstattet bekommt. Hier müssen wir Genehmigung einholen. Kannst du mir einmal kurz den Nicht Prozess wir, erklären? sondern der Arzt erarbeitet das. Der Arzt erarbeitet eine Argumentationsrichtlinie, füllt viele Blätter aus mit seinen Patienten, sagt, was alles schon probiert wurde, wie vielleicht schon
auch Cannabis probiert wurde, auf welchem Wege auch immer. Der Hergang ist meist so, dass der Arzt erstmal ein Privatrezept ausstellt, wenn er denkt, dass er damit bei diesem Patienten einen Erfolg sieht. Und dann bezahlt der Patient erst einmal selbst den ersten, zweiten, dritten Monat unter Umständen. Und dann geht man heran und setzt sich mit den Krankenkassen auseinander und kann dann eben schon vorweisen, wir haben da einen Therapieerfolg. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Kasse auch sagt, ja, wir übernehmen jetzt zukünftig die Kosten für den Patienten. Und wenn Und der hier gibt Patient. auch leider der neue GBA-Beschluss keine Sicherheit für Ärzte. Also die halten dort immer ihren Kopf mit hin, beziehungsweise haben immer noch diesen riesen, riesen, riesen Aufwand, so Also ein die Anwalt. Ärzte sind nicht die Bösen, die haben auch eine Arschkarte auf Deutsch Dann gesagt. auch die Arschkarte. Leider. Okay. Und wir und würden natürlich gerne das Thema weiter beackern. Blüten sind natürlich für uns immer so ein Einstiegsding, wo wir richtig gute Erfolge bei Patienten sehen. Wir merken aber auch, wenn die dann mobiler werden, was ich ja vorhin schon sagte, dass sie Alternativen suchen, die sie auch mitnehmen können, ohne dass sie in der Öffentlichkeit ihre Blüten verdampfen müssen. Und da entwickeln wir weiter. Wir stellen selbst Extrakte her, Patienten individuell. Wir machen aus den Extrakten dann wieder Kapseln oder Zäpfchen. Und die sind dann sehr beratungsintensiv am Ende, aber die haben dann meist mehrere Formen zu Hause. Also solange sie zu Hause sind, verdampfen sie das Ganze und haben dann ein Mittel, was sie in der Handtasche oder für unterwegs eben dabei haben. Und da würden wir natürlich gern weiter dran arbeiten, weil da ist noch viel Luft nach oben. Da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Therapieform, die wir noch nicht kennen oder die wir erst finden müssen. ja, das Thema ist ja, ich meine, 2017 hast du gerade gesagt, du bist vor 10 Jahren gestartet. Im Verhältnis von Therapien ist das ja alles ganz jungfräulich, alles noch. Ne? Genau. Also Genau. jetzt Leider sehr stigmatisiert. sehr stigmatisiert. Genau. Für die Kranken, versuchen wir uns mal kurz so ein bisschen ins Boot der Krankenkassen zu setzen. Ne? Auch wenn das nicht so einfach ist, vielleicht bei dem Thema gerade. Warum haben die Krankenkassen da so ein Problem damit? Sind die Kosten sehr hoch? Es ist ja im Verhältnis, wenn Menschen wieder, wie ich das gerade verstehe, auch mit schwersten Erkrankungen wieder ganz normal am Leben teilnehmen, ist ja immer der günstigste Weg, oder nicht? Also was Kosten im Gesundheitswesen angeht, oder liege ich da falsch? Nö, da liegst du völlig richtig. Und wir sind auch mit der Cannabis-Therapie nicht deutlich teurer als die Dinge, die sie vorher bzw. bis zum Therapieversagen verabreicht bekommen, sozusagen. Ich sehe hier einen deutlichen Vorteil. Wir könnten deutlich einsparen, denn so teuer ist Cannabis nicht. Aber diesen Vergleich haben wir noch nicht gezogen, sondern wir sehen nur die Kosten, die im Moment entstehen durch Cannabis. Und ja, Politik und auch Krankenkassen hinterfragen halt sehr stark, wer sind diese Patienten? Und es wird stark unterstellt, dass das eben die Kiffer sind, die hier auf Rezept ihr Freizeitkonsum decken. Und das ist halt mitnichten so. Wenn man in diese Begleiterhebung schaut, die wir 5 Jahre gemacht haben, dann ist der Durchschnittspatient weiblich und zwischen 50 und 70 Jahren alt. Also der klassische Kiffer. Genau. Eben nicht. Genau. Könntest du ja als Apothekerin, die jetzt so viel Erfahrung hat, ja auch wahrscheinlich deine Hand ins Feuer legen und du würdest wahrscheinlich auch für die Patientinnen bürgen, indem du sagst, das sind Menschen, die einfach eine medizinische, therapeutische Unterstützung brauchen, schätze ich mal. Weil es ja Richtig. Und ich würde es auch unterstützen, wenn es deutlich früher eingesetzt würde. Denn wie gesagt, wir würden auch schon viel früher wahrscheinlich damit Erfolge haben, deutlich nebenwirkungsärmer als alles, was im Schmerzbereich dann eingesetzt wird mit Opioiden und ne, Ich tue da. mich jetzt gerade ein bisschen schwer, weil ich gehe da jetzt mal sachlich. Für mich ist das ja eine Sachebene. Ich hab zu diesen ganzen Bereichen keine Beziehung. Es würde deutlich eher Kosten ersparen. Es würde deutlich eher bei schwierigen Verläufen Therapieerfolge darstellen. Das heißt, Menschen wären wieder arbeitsfähig, könnten im alltäglichen Leben teilnehmen, müssten weniger Ärzte, Krankenhausaufenthalte, Versorgung belasten. Wo ist denn jetzt genau das Problem eigentlich?
ist die Stigmatisierung nach wie vor, dass wir denken, wir hätten es hier mit Nichtpatienten zu tun. Dass wir bewegen uns zwischen, das sind richtige Systemsprenger, nenne ich das gerne, weil Wie wir nennt man systemisch? Systemsprenger. Okay. Cannabis-Patienten sind Systemsprenger, weil die zwischen Kiffer und Hypochonder irgendwie laufen. Aber kein Patient oder zumindest ganz weit entfernt davon. Die sind alles, nur keine Patienten. Deshalb sind das für mich Systemsprenger, aber wir haben eben deutliches Potenzial in dieser neuen Form der Cannabisversorgung sozusagen. Und wir leben doch in Deutschland und wir haben Ärzte, die haben eine Ausbildung gemacht und die müssen doch selbst ihre Patienten aussuchen und auch einschätzen können, ob da jetzt jemand sitzt, der sagt, ich kriege hier in Berlin so schlechte Qualität auf dem Schwarzmarkt, jetzt verordne mir doch mal was. Oder ob da jemand sitzt, der wirklich schwer krank ist oder angehend schwer krank ist. Das kann ich doch abschätzen. Das traue ich mir ja auch zu. Ja, Und dann kann ich du hast sagen, ja auch irgendwie das nicht. warum du Apothekerin geworden bist und nicht Dealerin, ne? Also du willst ja einfach mal Menschen helfen aufgrund deines beruflichen Weges, glaube ich. Ist halt ja so eine Grundsatzentscheidung, ne? Also das schon mal in Frage zu stellen, finde ich auch ziemlich grenzwertig. Hier kommt gerade aber eine Frage rein. Was sind denn so Beispielfälle Frauen zwischen 50 und 70? Also ich glaube, die Frage zielt darauf, was sind das denn so für Beispielerkrankungen? Naja, wir schlagen uns mit allerlei Schmerzen rum, sei es jetzt aufgrund von Herzinfarkt, sei es bei MS-Patienten, wobei bei MS-Patienten, also Multiple Sklerose, haben wir es auch mit Spastiken zu tun, die wir gut behandeln können. Das breite Schmerzfeld, Tumorschmerz, weiß nicht, ob ich das schon genannt habe, dort wird es eingesetzt. Und jetzt, also diese Punkte, die du da gerade beschrieben hast, und diese Stigmata, die dann auch dafür sorgen, dass so eine Sachebene nicht den Raum bekommt, den sie eigentlich haben müsste. Aber trotz alledem ist es so, das könnte man doch alles relativ einfach feststellen, oder sehe ich das verkehrt? Nö, das ist so nicht verkehrt. Nur, wie gesagt, dafür wird auch so ein Antrag ausgefüllt, da wird das alles abgeschätzt. Da muss ich einmal den Patienten mit seiner Patientenakte komplett durchleuchten. Was hat der durch? Was macht er in Zukunft durch? Welche Krankheit hat der? Also wenn man sich jetzt hier ein paar Meter weiter, wo auch das Ministerium ist, mal kurz da ein bisschen Zeit nehmen würde und mal die Patientenakten durchleuchten, dann wüssten die sehr genau, dass da hier sehr, sehr erkrankten Menschen geholfen wurde, richtig? Richtig. Oder ist ja eine super Leistung. Total. Und es hat Potenzial. Wie gesagt, ich würde es viel früher gerne einsetzen, wenn wir uns jetzt mal wenn wir bei den Frauen bleiben, mit ihren Frauenleiden, mit Endometriose, wie viele Krankheitsfälle haben wir da einmal im Monat? Und denen können wir sehr, sehr gut helfen. Und wir haben eine Tendenz dahin, dass wir eben nicht einfach immer nur Ibuprofen und Aspirin und weiß nicht was alles in uns hineinfressen wollen, sondern wir suchen nach Alternativen. Wir sind auf dem Weg, uns pflanzliche Cannabis Alternativen zu suchen. Ich bin weit davon entfernt, mich Dealerin zu nennen, aber ich bin jemand, der selbst für sich selbst auch gerne Alternativen sucht. Und das wär ein Ding, was man jeder Frau irgendwie probieren könnte, einmal im Monat zu verabreichen. Und Ja. dann müssen wir aber noch andere Hausaufgaben machen, weil dann sind wir hier weil auch wir sehen die Tendenz, und jetzt sind wir ganz nah bei der Legalisierung, aber wir sehen Tendenzen hin, dass immer mehr Blüten auf dem Markt sind, die sehr THC-lastig sind. Und THC ist dafür verantwortlich für die Wirkung im Gehirn und für den Rausch sozusagen. Den wollen wir ja nicht. Also das ist auch was, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir bewegen uns in der Therapie übrigens unterhalb der Rauschwirkung. Also diese Patienten sind weit von Rausch entfernt. Die dröhnen sich also nicht zu, sondern wir therapieren die so weit dahin, bis der Rausch einsetzen würde. Und dann bleiben wir da drunter und so dosieren die das jeden Tag.
Du Ja. atmest so schwer, Markus. Ganze Thema ist ja auch eigentlich ein Witz. Findest du? Ja, Nicht so ernst, wirklich. Und ja, das ist wieder ernst, das Thema, dass solche Themen so stigmatisiert werden können, ist schon ein Witz an sich. naja, Na, das hat halt, das ist die Geschichte von Cannabis, ne? Dass ja, es ich weiß, irgendwann verboten das wurde einer der und ältesten böse. Heilpflanzen überhaupt. Na, was ja auch, was man ja auch weiß und in Verruf geraten im letzten halben Jahrhundert. Genau. Na, also war ja nicht immer so. Aber dass so, wenn man so dokumentieren kann, wie es Menschen hilft, dass das nicht mehr Raum für weitere Entwicklung, Forschung, Unterstützung, Bündnisse, politische Rückendeckung bietet, das verstehe ich nicht. Also, und das ist ja auch ein Thema, wo wir jetzt ja auch, wir haben ja einen Fachausschuss medizinisches Cannabis auf dem Marktplatz, wo du ja eigentlich auch die Initiatorin des Ganzen bist. Durch dich ist das ja so ein bisschen auch Thema bei uns geworden, weil wir als Marktplatz natürlich auch Dinge suchen, wo wir den Wert für den Menschen sehen und es sich auch wirklich in der Sache richtig, richtig lohnt einzusetzen. Und hier haben wir ganz klar so einen Punkt. Und von daher ganz lieben Dank für deine Zeit, für den kleinen Live-Auftritt hier, der auch im Nachgang gerne Fragen beantwortet, wenn ihr Fragen habt, weil das Interview ist bei uns auf LinkedIn dauerhaft zu sehen. Wir werden das auch im Feed oben festpinnen. Das heißt, jeder, der bei uns auf die Seite kommt, wird es erstmal sehen. Und stellt gerne jederzeit Fragen. Melanie oder andere Teilnehmer aus dem Fachausschuss werden die gerne beantworten. Und dann ja, wollen wir uns weiter für die schwer erkrankten Patienten einsetzen gemeinsam, für die das ja einfach auch mit dem Wort Hoffnung geschrieben ist. Ne? Also jetzt so Menschen dieses Thema so zu nehmen, ist eine Katastrophe. Hoffnung und Hilfe nenne ich es. Ja. Wirklich. Und das ist eine Herzensangelegenheit. Ganz, ganz lieben Dank und mach weiter so. Wir bleiben am Ball. Bis bald. Danke, Markus. Gerne.